choreografiert beinahe, Leon Bund, der überhaupt nicht überhastet oder hinterherfällt oder es mit erkennbarer Kraft probiert, sondern der schlägt halt einfach und trifft gut und immer wieder und geht zum Körper und geht gut hinterher und hat ein tolles Auge und schnürt den Gegner trotzdem ein und macht viel Druck, nicht nur mit der Arbeit der Fäuste, sondern auch wie er da hinterher geht und wieder weggeht und wieder Lücken lässt und hart schlägt in die Luft und denkt, okay, wenn ich nicht treffe, dann kann Bohn auch nicht treffen und dann kassiert er schon wieder zwei, drei Hände. Der eine duckt ab, der andere drückt ein bisschen runter, neunte Runde. Wieder rechts. Macht sich wieder klein. Fällt fast hinterher. Ja, du siehst, Hart ist mitgenommen. Und immer noch sind die Schläge schnell von Leon Bunn. Da hat er gar nichts Unfaires gemacht, sondern hat sich ja zurückgehalten. Nur gezeigt, ich hätte das machen können, wenn ich wollte. Aber ich mach's nicht. Also du siehst, die Rechte nochmal. Klasse, schwer mitgenommen. Leonhard am Ringseil steht, ist mitgenommen, geht nicht runter, es darf nicht im Stehen angezählt werden. Warum geht der Referee nicht dazwischen? Er geht dazwischen und er nimmt Leonhard raus. Der Richtige Kampf ist aus. Die absolut richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt. Perfekt rausgeboxt von Leon Bund. Das ist die beste Vorstellung als Profi, die wir von ihm gesehen haben. Durch technischen K.O. We got a winner by TKO in Runde 9, in Round Number 9. 2 Minuten 45 and the new IBF International Champion aus Frankfurt am Main, Leon Bund. Der neue Kampfrekord 14-0 mit 8 K.O.s. Es war eine tolle Leistung. TKO in Runde 9. Also Leon Bund ist der neue Champion und das war eine wunderbare Leistung. Sein bester Kampf.